Auf TikTok sind so viele unglaublich talentierte und kreative Menschen unterwegs und ich freue mich, einen davon heute hier begrüßen zu dürfen. Denaro, wie geht's dir und wo bist du? Erstmal Dankeschön für die Einladung. Ich bin gerade bei mir zu Hause in meinem Büro, wo die ganze Magie und die ganze Arbeit quasi immer stattfindet. Und bin sehr gespannt auf deine Fragen. Das freut mich. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Video Creator. Ist das eigentlich ein Berufsname oder eine Berufsbezeichnung, bei der du vor 10 Jahren gesagt hättest, geil, das will ich werden? Nein, absolut überhaupt nicht. Ich bin ja eigentlich gelernter Industriekaufmann und habe mich dann nach meiner Ausbildung, bin ich schon ein bisschen in das ganze Künstlerische gegangen. Ich war dann damals Zauberkünstler, Mentalist und Hypnotiseur. Hatte quasi eigene Shows und alles Mögliche. Und dann kam aber Corona und das hat natürlich das ganze Showbusiness und so weiter komplett über den Haufen gehauen. Und zu dem Zeitpunkt dachte ich mir, hey, suchst du dir vielleicht mal irgendwie was, mit dem du dir gerade während der ganzen Lockdown-Zeit und so weiter die Zeit vertreiben kannst. Und so kam dann quasi so ein bisschen das ganze Video-Creator-Ding rein. Also das ist zeitlich gesehen schwer zu glauben, dass das wirklich nur ein so kurzer Zeitraum sein soll, weil du bist so heftig im Schnitt. Deswegen, schneidest du deine Sachen selber oder holst du dafür andere ran? Das ist alles made by myself quasi. Also ich hatte jetzt nie irgendwelche großartigen Kurse, Ausbildungen in diesem ganzen Video-Creator-Ding oder Videoschnitt, sondern ich habe mir eigentlich mehr oder weniger Trial and Error und Learning by Doing alles beigebracht. Okay, na dann hast du auf jeden Fall aus den Leben davor einiges mitgebracht, was da echt gut reingeworfen hat. Wie ist das damals überhaupt passiert, dass du dir gesagt hast, jetzt habe ich's, Industriekaufmann? Ich wollte damals schon eigentlich eine andere Ausbildung machen. Ich wollte eigentlich eher sowas wie Mediengestalter machen. Sprich, so ein Hauch dazu hatte ich schon immer. Nur kannst du dir natürlich, ich hatte jetzt nicht den besten Abschluss. Ich habe einen Realschulabschluss, aber natürlich nicht mit den besten Noten gehabt. Von dem her hast du es dann natürlich ein bisschen schwierig, dir die Lieblingsausbildung auszusuchen. Von dem her war ich dann erstmal froh, eine Ausbildung zu haben. Aber dennoch muss ich sagen, Industriekaufmann ist absolut kein schlechter Beruf. Sprich, da war ich trotzdem sehr, sehr froh, wirklich eine gute Ausbildung gehabt zu haben. Ich wäre gar nicht reingekommen, weil ich habe in meinem Mathe-Abi 0 Punkte geschrieben. Yeah. Also deswegen alles, was das Wort Kauf auch nur in Ansätzen hatte, hat nicht funktioniert. Deswegen musste es der Mediengestalter damals werden. Wann hast du für dich festgelegt, du willst diese Maske tragen? Weil das Ding ist ja bei Masken, man vermutet immer, der Mensch dahinter ist ultra hübsch. So, es gibt mittlerweile einige Beispiele, bei denen ist es offensichtlich nicht so. Aber das ist ja so das Erste, vielleicht denke ich auch nur so. Kann auch sein, dass nur ich so denke. Aber wann hast du dich für die Maske entschieden und warum? Das kam relativ zu Beginn tatsächlich. Also ich sage immer wir, weil ich sage immer mein Nero, mein Hund und ich. Deswegen sage ich immer wir. Und wir haben quasi mit TikTok angefangen und dann kam aber relativ schnell viel Reichweite. Ich habe damals so Comedy-Story-Videos mit meinem Hund gemacht. Und es hat zu dem Zeitpunkt fast keiner in Deutschland gemacht. Und ich glaube, da haben wir so eine kleine, in Anführungszeichen, Marktlücke gefunden, weshalb unsere Reichweite da sehr, sehr schnell stieg. Und man kennt es ja vielleicht von anderen bekannten Personen, YouTubern und alles Mögliche. Wenn du dann mal privat in der Stadt bist, dann bist du umzingelt von Leuten und musst Fotos machen und. Und ich wollte mir dann irgendwie trotzdem noch meine Privatsphäre, wollte ich mir sichern. Und deswegen, als dann die Reichweite nach, glaube ich, 2-3 Monaten extrem stieg, habe ich dann entschlossen, irgendwie muss ich mein Gesicht abdecken. Und da lag halt dieses Bandana darum, also habe ich das zum Anfang erstmal genommen. Und es wurde dann im Laufe der Zeit aber dann trotzdem zu einem Markenzeichen. So der Typ mit dem Bandana und dem Dalmatiner. Da wusste man automatisch immer, das sind wir. Und seitdem trage ich quasi dieses Bandana in den Videos durchgehend. Ich glaube trotzdem, dass du hübsch bist. Dankeschön. Man kann mittlerweile sehen, dass abgefahrene neue Kinofilme oder Serien schon irgendwo auch bei dir immer mal stattfinden. Glücklicherweise, ich habe mich wie so viele natürlich vor allem über deine Version von Stranger Things gefreut. War das eine Kooperation mit Netflix oder hast du selber gesagt, ich mag die Serie so sehr, ich will da was machen? Das war tatsächlich keine Kooperation, also gerade hinter Dingen, wo ich dahinter stehe, wie zum Beispiel super Serien wie Stranger Things. Die Marvel-Filme und bin ich selber ein ganz großer Fan davon, sieht man auch so ein bisschen im Hintergrund. Ich bin so ein bisschen Nerd bin ich noch geblieben und da habe ich natürlich dann selber einfach Bock drauf, Videos darüber zu machen, so vielleicht mal meine eigene Story da reinzupacken und natürlich freut es dann einen, wenn dann so Firmen wie zum Beispiel Sony oder teilweise auch Netflix dann auf einen zukommen und sagen, hey, wir finden geil, was du machst, wir würden gerne eine Kooperation mit dir machen.
sei es jetzt halt für Spider-Man No Way Home, für den Film Venom und so weiter. Das sind halt dann wirklich Kooperationen, wo ich sage, ja, da habe ich richtig Bock drauf, weil ich selber einfach ein Fan davon bin. Und Matrix? Matrix war ich ja früher ein ganz großer Fan der alten Filme. Die neueren oder den neuen, den habe ich dann bis zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gesehen, hatte aber dann tatsächlich Bock drauf, weil auch Matrix ist ja sehr CGI-lastig und sehr viel mit Effekten und so weiter. Das ist ja letztendlich genau mein Genre. Und deswegen hatte ich da tatsächlich sehr, sehr viel Bock drauf, obwohl ich den Film zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen hatte. Aber natürlich das Wissen der alten Filme trotzdem hatte und genau wusste, hey, was ist dann da zu tun? Safe. Gab es viele Leute, die behauptet haben, du hättest dir Nero nur gekauft, damit du ein Social-Media-affines Tier hast? Es ist ja eigentlich letztendlich mein Glück, dass der so begabt vor der Kamera ist. Ich habe ja Nero quasi seit 2015, habe ich mir den geholt. Und zu dem Zeitpunkt war ich ja nur Zauberkünstler. Das heißt nur. Also zu dem Zeitpunkt war ich ja quasi Showkünstler. Und genau, ich habe letztendlich einfach gesehen, hey, der hat Spaß, auch wenn wir zusammen natürlich arbeiten. Der wird natürlich zu nichts gezwungen. Der hat natürlich auch seine Momente, wenn er mal gar keinen Bock hat. Dann lassen wir es, wir gehen eine Runde raus, Gassi und so weiter. Und dann versuchen wir später nochmal. Und irgendwann funktioniert es halt dann. Aber man versucht trotzdem immer alles mit Spiel und Spaß irgendwie zu machen. Also nicht, dass das Tier quasi in irgendeiner Art und Weise gezwungen wird. Aber natürlich muss ich auf der anderen Seite sagen, ist es ein großer Vorteil für mich, dass Nero tatsächlich sehr, sehr begabt vor der Kamera ist. Ist halt auch nur ein Mensch, so ein Hund, ne? Der hat auch irgendwann keinen Bock mehr. Bei all den Sachen, die du jetzt schon aufgezählt hast, fehlt natürlich, dass du auch Buchautor bist. Ich sehe, wer du bist, stärke dein Mindset, lese die Gedanken deines Gegenübers und erreiche das, was du willst. Schön kurz und knackig der Titel. War ein großer Erfolg. Ich habe gestaunt, dass da steht Featuring Jules. Wer ist Jules? Jules hat mir tatsächlich ein bisschen geholfen, so eine Art Ghostwriter-mäßig. Es ist ja ein bisschen aufgeteilt. Es ist ja unter anderem quasi meine Biografie drinnen. Sprich, ein Schwank aus meinem Leben. Aber ich wollte es jetzt nicht so typisch biografiemäßig erzählen und dann ist das passiert, sondern die Idee dahinter war, dass man das als Fantasy-Geschichte erzählt. Da geht es ja unter anderem auch um das Thema, dass ich in der Schule früher gemobbt wurde, aber dann ist es nicht, oh, dann machen die das und das mit mir, sondern ist es so ein Kampf gegen Dämonen, sage ich mal. Und da muss ich sagen, war Jules sehr, sehr begabt, das war meine Geschichte quasi als Fantasy-Geschichte umzumodeln. Und deswegen hat er natürlich da genauso viel Arbeit reingesteckt wie ich und deswegen dachte ich mir, ist es nur fair, wenn er quasi auch mit auf dem Cover erwähnt wird. Gut, wenn ich jetzt Jules google, finde ich, glaube ich, aber alles außer diese Person, oder? Es ist mehr oder weniger sein Spitzname, aber das war so für ihn cool. Das war letztendlich auch sein Wunsch, dass er quasi auch so erwähnt wird. Sein eigentlicher Name ist ja Julian, aber wenn man das Buch dann auch auf Amazon zum Beispiel sucht, da steht dann auch der komplette Name. In dem Buch geht es auch darum, egal ob Mobbing, Prüfung, Bewerbungsgespräch oder erstes Date, mit diesem Geheimwissen wirst du jede Herausforderung meistern. De Niro, wie viele erste Dates hattest du in deinem Leben? Ich muss tatsächlich sagen, also vor allem ganz früher war ich eine sehr, sehr schüchterne Person. Habe mich nicht getraut, irgendwelche Frauen anzusprechen oder selbst wenn man jemanden einfach so als Kumpel kennengelernt hat, da war ich immer sehr, sehr zurückhaltend. Da muss ich auch sagen, dass mir sowas wie die Zauberkunst sehr geholfen hat, aus diesem Kreislauf rauszukommen. Denn klar, du lernst jetzt nicht einen Kartentrick oder sonst was, um dann vorm Spiegel zu stehen und sagen, boah, wie ist das denn gegangen? Sondern das machst du natürlich, um rauszukommen, um Leute zu treffen, kennenzulernen, denen was zu zeigen. Und das hat mir persönlich so ein bisschen, ja, aus diesem ganzen Strudel der, ich nenne es jetzt mal Einsamkeit, rauszukommen. Deswegen habe ich mir das quasi auch als Tattoo verewigt, so ein schwarzes Loch. Und das ist von der Spielkarte quasi abgedeckt. Genau, aber um auf deine Frage quasi zurückzukommen, so viele erste Dates hatte ich gar nicht, weil ich nie in dieser krassen Dating-Szene und Tinder und was nicht alles war, sondern ich war dann doch eher immer Beziehungsmensch. Du, ich hatte auch nicht viele erste Dates. Das ist schwierig. Ist teilweise auch besser. Anstatt jede Woche eine neue und ja und bam und ne. Das ist bei Schwulen auch nochmal irgendwie, man kann da so viele erste Dates haben, dass man, ich glaube, wählerisch zu sein ist da nicht schlecht. Richtig. Du machst deine Shows und Workshops, aber auch zum Beispiel in Schulen und Firmen. Wenn du jetzt also damit zu einer Schule gehst und wenn Schule bei dir nicht unbedingt mit dem Label, yeah, es war alles nur nice,
bedruckt ist. Ist es für dich teilweise schwer, dann wieder da zu sein, oder ist das mittlerweile gut verarbeitet? Natürlich hast du dann hin und wieder mal so ein paar Flashbacks, aber natürlich, ich glaube, das Ganze hat auch selber geholfen, das für sich selber nochmal zu verarbeiten. Natürlich liegt das auch schon ein paar Jahre her, aber mittlerweile kommt man da ganz gut zurecht. Was steht bei dir auf der persönlichen Bucketlist? Irgendwie 10 Millionen Follower auf TikTok oder 50, oder ist das irrelevant, wenn man so wie du über 6 Millionen erreicht? Ja, das ist natürlich eine Zahl, die kann man sich schwer vorstellen. Wenn man jetzt sich vorstellt, so fast 6,5 Millionen stehen vor deinem Fenster, kann man sich quasi so nicht vorstellen. Aber ich denke mir immer, am Ende ist es nur eine Zahl. Mir ist es wichtig, dass ich für mich selber immer das Beste gebe, weil entweder schaffe ich es, eine Person zu begeistern, dann reicht mir das schon. Oder schaffst du es jetzt, 2-3 Millionen mit einem Video zu begeistern. Solange du eine Person dann irgendwie begeistert hast, dann war es das Ganze schon wieder wert. Von dem her, ich versuche jetzt gar nicht großartig darauf zu achten, oh, wann erreiche ich die nächsten Millionen, wann erreiche ich die nächste Million. Weil damit schaffst du dir irgendwie selber so ein bisschen Druck. Und mit Druck lässt so, glaube ich, so ein bisschen die Qualität der Arbeit nach. Deswegen, ich mache auch einfach weiterhin, worauf ich Bock habe. Ich habe da das Motto von meinem Hund übernommen, oder so wie Hunde leben, so genieße einfach den Moment, plane gar nicht so weit in die Zukunft, weil am Ende kommt eh wieder alles anders, als wie du es eigentlich geplant hast. Deswegen, das ist so mein Motto. De Niro, bist du ein Wunder? Ich glaube, wir sind alle ein Wunder. Ja. Ich habe da auch vor kurzem ein Video drüber gemacht, wie unfassbar die Wahrscheinlichkeit ist, dass zum Beispiel jetzt du oder ich eigentlich da bist. Ja? Weil es von Generation zu Generation nach hinten geht. So, deine Großeltern mussten sich treffen. Genau deren Großeltern und Mütter mussten sich treffen. Und wie weit sich das eigentlich nach hinten reicht, dass du jetzt quasi, dass wir jetzt gerade hier sind, das ist für mich ein Wunder. Und ich glaube, das ist nur eines von ganz, ganz vielen Wundern da draußen. Von dem her, ja, ich bin ein Wunder, du bist ein Wunder und jeder einzelne Zuschauer, Zuhörer und, jeder ist ein Wunder. Ihr seht also, bei TikTok gibt es unendlich viele gute Menschen, die echt geiles Zeug hinlegen. Und heute habt ihr einen weiteren davon kennengelernt. De Niro, folgt ihm. Absolute Empfehlung. Vielen Dank für deinen Besuch in der Web-Talk-Show. Ich sage Dankeschön für die Einladung, war mega und hoffentlich auch bis zum nächsten Mal. Du hast jetzt noch eine unglaubliche Möglichkeit. Du darfst in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber eigentlich schon immer mal unbedingt sagen wolltest. Und De Niro, heute ist der Tag, aber du hast noch ein paar Sekunden Zeit, darüber nachzudenken. Für euch da draußen gilt, nutzt eben Möglichkeiten, die sich sonst nicht auftun. In dem Fall bei De Niro war es halt, dass die Showbranche so ein bisschen eingeknickt ist durch Corona und er da eben andere Wege gegangen ist. Guck mal, wo das hingeführt hat. Deswegen, wenn du auch nur den Hauch einer Chance siehst, etwas auszuprobieren, was dich schon immer gereizt hat, bitte mach es und veränder die Welt. Wir sehen uns morgen. Wie jeden Abend zur Web-Talk-Show und jetzt die heutigen Abschlussworte von De Niro. Bis dann. Okay, selbst bis hierhin war es ein sehr, sehr wilder Ritt. Meine ganze Karriere, was ich aber, glaube ich, noch nie gesagt habe, tatsächlich ist Dankeschön an meine Familie. Mama, Papa, Verena, Rebecca, die mich immer unterstützt haben. Und genau, deswegen mein ganz, ganz großes Dankeschön an euch vor allem und an alle Zuschauer. Wie schon gesagt wurde, glaubt an eure Träume und bleibt gesund.